Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider, Shadow of the... Mein Name ist euer Lara und weiter geht's. Und ich habe überlegt, bevor wir jetzt zurückreisen, ich hatte gerade schon überlegt, ob ich jetzt schon zurückreise. Aber guck mal, wir können auch diese Kleinigkeiten kann man ja noch erledigen hier. Die sind ja eh gleich um die Ecke. Ich habe noch eine. Oh Mann. Das war, als ich eine überflutete Ruine erkundete. Was? Ein Maya-Grab, das es hier angeblich gar nicht gibt. Was? Ich kämpfe gegen Riesenaale und blutrünstige Piranhas. Ey. Ich kann jedem die Narben zeigen. Ich schwamm ihren Schlund hinab, um zum Schatz zu gelangen. Was? Arschloch. Da drüben, das ist der Spanner. Guck mal, ich sag, das ist der Spanner. Jetzt tut er so, als würde er sein Fahrrad reparieren. Er ist ganz klar auf den Arsch geglotzt. So, da liegt noch ein Dokumentchen. Hier ganz unscheinbar. Alles klar. Mission des Heiligen Johannes. Ein Bericht über die Mission. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des Heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Hm. Das finde ich gut. Das hier übrigens auch. Apropos Spenden. So, kann man hier noch was finden? Warte mal, die hat sich doch gerade umgeguckt. Ich sehe das doch. Die guckt sich hier die ganze Zeit um. Nach dem Huhn? Okay. Na, hallo! No. Ich dachte schon, wir kriegen gleich Leder von dem Tier. Ich war jetzt verunsichert gerade, was passieren wird. So, das haben wir. Ein Stelche, auch da können wir wieder streicheln natürlich. Und da drüben noch ein Kistchen. Dankeschön. So, wir haben aber noch weitere Sachen, wie zum Beispiel hier ist auch noch ein Dokument. Im Brunnen? Ach, da, um Gottes Willen, okay. Ein Katastrophenbericht. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Ja, gut, dass wir jetzt auch beim Vulkanausbruch dabei waren, der aber vielleicht doch gar nicht an unsere Schuld war. So, hier ist noch ein Händler und hier ist einmal nur das Flaggenhissen. 2 von 5, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Den Rest finden wir wahrscheinlich auch noch im Dschungel, da haben wir ja schon eine Flagge gefunden. Das Flaggenhissen, da haben wir jetzt diese eine hier gehisst. Das Flaggenhissen überlasse ich mal lieber. Wenn überhaupt in der Zukunft kommt, die haben wir gehisst. Warte mal. Die ist auch gehisst, ne? Die sieht sehr hässlich aus, ja. Gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zurückreisen. Wir haben die paar Dokumente mitgenommen. Das war jetzt nicht allzu schwierig. Das war nicht allzu schwierig. Da übrigens noch. Warte mal. Ach komm. Dass ich die bis jetzt übersehen habe, ist mir ein Rätsel. So, 3 von 5. Hier ging es wieder hoch in eine City. Ja, El Paso Schmaso. Da drin war auch nichts mehr. Okay, beim nächsten Camp reise ich zurück. Das ärgert mich, dass wir hier noch nicht rein können. Das ärgert mich gewaltig. Aber hier rechts waren wir noch nicht. Doch, waren wir offenbar schon. Wir kamen dann von hier. Aber dann ist das hier ein anderes. Oh, Tatsache. Ich dachte, das wäre das, was wir schon hatten. Ein Kruzifix. Ja, hallo. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Sieht aber auch schön aus, so. Huch. Ja, okay. Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. Er leitet sich halt ein bisschen ab. So, Fähigkeitenpunkte kriegen wir auch. Und hier sind wir letztes Mal hochgekraxelt.
Okay. Dann haben wir das auch erledigt, was wir letzte Folge leider übersehen haben. Was? Apropos übersehen haben. Ja, was ist denn das hier? Okay, können wir hier vielleicht... Können wir das mit irgendwas verbinden hier? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Ah, guck mal, hier ist... Ich glaube, das ist Kondor, aber das brauchen wir gerade nicht. Ah, da drüben können wir es verbinden. Okay. Ob das Sinn macht? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist nur ein verkürzter Rückweg. Mehr ist das nicht. Wir kommen damit... Oh, schade. Ich dachte, wir kommen damit rüber. Ob das Viech da einfach drin ist? Das kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? So, naja, da sind wir wieder. Okay. Tag. Dann würde ich sagen, wir reisen gleich mal wieder zurück. Und später müssen wir irgendwann herkommen, falls wir das wollen überhaupt. Wir haben hier noch diese komische Puma-Höhle. Ein Puma. Okay, komm. Let's go. Wir schmeißen uns ans Lagerfeuer. Und wir müssten eigentlich wieder zurück ins Dörfli. Wie viele Fähigkeitenpunkte haben wir? 2. Haben wir irgendwas, was wir für 2 kaufen können? Herz des Jaguars. Ja, nun. Ansturm des Pumas. Sie spannen ihren Bogen schneller, verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Ja, komm, dann machen wir das mal. Das wäre ganz gut. So. Inventar. Schnellreise. Dann reisen wir wieder. Hier ist unsere Quest. Basislager Schädelhöhle. Ja, dann reisen wir mal ganz kurz wieder zurück. So, ab durch den Ladebildschirm. Gut. Jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Jetzt haben uns diese Nebenaufgaben doch länger aufgehalten. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Früher waren so Nebenaufgaben irgendwie, organisiere 10 Kräuter, sammle 5 Blumen, töte 10 Ratten. Aber inzwischen sind Nebenaufgaben ja ganze kleine Storylines irgendwie in den Spielen geworden. Das gab es eigentlich früher nur bei Bethesda normalerweise. Ne? Da, wo du halt die Welt so nebenbei noch erkundet hast und die ganzen Geschichten kennengelernt hast. Und jetzt hält das auch so ein bisschen Einzug in diese, ja, in diese Open-World-Sachen. Das ist ja bei Assassin's Creed genauso, dass du eine Nebenquest machst und plötzlich bist du da einfach... die führt dich einfach komplett rum und erzählt eine ganze Geschichte nochmal irgendwie aus der Welt. Mag ich irgendwie gerne. Auch wenn natürlich dadurch alles ein bisschen länger dauert manchmal. Ja. Aber trotzdem ist schon nice. So. Jetzt aber... Dankeschön. So, dann sind wir zurück in der Schädelhöhle. Hallo, Freunde. So, was sollten wir machen? Ah, die Kriegerin ist zurück. Nochmals danke für deine Hilfe. Ach ja, ach ja, der kindliche Kaiser wollte ja was von uns. Stimmt ja. Also, wir haben mit dem schon geredet. Wir sollten hier irgendwas machen. Ich quatsche nochmal drauf an. Tach! Nachdem Sie mit Ätzli gesprochen haben, ist die schnelle Reise deaktiviert, bis Sie das Spiel abgeschlossen haben. Dauert nicht lang. Oh. Okay. Ja, dann treten wir heute letzte Reise an. Nee. Ja gut, dann treten wir letzte Reise an. Alles klar. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu... Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Ja, okay, dann machen wir es so. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Ja, dann machen wir das mal. Kleiner Mann. Na gut, ich bin gespannt. Stargate. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang.
Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Ich werde es für die Parkuhr nutzen. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Na, da wären wir ja wieder. So, es tut mir leid. Unuratus Amulett. Ja, hallo, mehr Infos. Edsley überließ mir die Hälfte von Unuratus Sonnenfinsternis Amulett. Ich bekam den Mond, er behielt die Sonne. Das heißt wohl, er geht davon aus, dass wir die Dunkelheit über Paititi beseitigen werden. Eine große Bürde. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Das hoffe ich aber auch. Wehe, wenn nicht, Lara. Aber ich geh mal ganz stark davon aus. Da sollen ja bestimmt noch ein paar Spiele kommen. So, auf jeden Fall, tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen, ich war gerade gefühlskalt in der Zwischensequenz, aber ich hab's einfach nicht gefühlt. Es tut mir leid. So, da müssen wir lang. So. Ich bin leider so, ich bin bei der Story gerade so ein bisschen unemotional. Seitdem die Königin tot ist. Durch. Ich würde dann bei meinem Ghetto-Booty hängen bleiben. So, hallo Lava. Was? Okay, das ist schon cool. Gut, dass wir auf Luft geskillt haben. So. Durchatmen. Und weiter, Lara. Du weißt, dass du weiter musst. Da. Ach du Heilige. Alter, sieht das cool aus. Ich weiß langsam nicht mehr, wo ich da bin. Okay. Sah trotzdem cool aus. Bin froh, dass ich mich verlaufen habe. Verschwommen. So, einmal durch. Oh, das geschmolzene Gestein links, was da runterkommt. Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Ja. Ah, ich bemühe mich. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Mentor. Wow, ich dachte gar nicht springen. Ich muss da springen, ne? Oh, Alter. Wir werden bestimmt ein paar Mal sterben hier. Und ich glaube, die haben es auch mit, ne? Also bei Tomb Raider bei der Reihe haben sie es mit ihren Helikoptern. Die haben da irgendwie so einen Fetisch oder so. Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Ich wusste nicht genau, wohin. Ich bin einfach nur gesprungen. Okay. Ich hätte mich vielleicht vorher ein bisschen umgucken sollen. Entschuldigung. Muss ich da sein? Ach. Trinity macht Jagd auf sie. Ach, da oben. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Also uns kann er nicht gesehen haben. Wir sind ja ganz klein hier. Oh oh. Richte Todeszonen ein und halte den Feind vom Tempel fern.
hier runterlassen irgendwo? Ich weiß es einfach nicht. Von allen Seiten an. Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Wo muss ich hin, Mann? Kann ich da oben hoch? Nein, ich glaube nicht. Wo muss ich denn hin? Die äußeren Zitadellen fallen! Fortschritt in allen Sektoren. Alles klar, da hinten. Aber okay, wir okay, haben okay. Große Verluste. Ich beeil mich! Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleib bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. So. Vorsichtshalber noch einmal. Okay. So. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Ja, ja. Erstmal hier. Und los geht's. In die Spikes. Okay. Puh. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Ach du Scheiße. Boah, was zum Teufel? Was haben sie mit dir gemacht? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. So cool einfach. Die ist so cool. Ach du Heilige. Boah. Chuck Chell und X Chell. Vom Anfang bis zum Ende. Stadt der Schlange. Schaltet sie aus! Runter? Oh!
das fängt gut an. Ich habe nicht gesehen, wo ich oben lang komme. Okay, ich wollte jetzt zu los starten. Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Siehst bei den Yaxi. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. So, komme ich da rüber? Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit.
Wand. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein, bitte, nein! Dann ebenso. Ich wollte gezielte Schüsse abgeben, aber es ging nicht. Hier, yeah, Fähigkeitenpunkt. So, lalalalalala. Dass sie keine Muni dabei haben. Verdammt. Hier kriegen wir. Okay. Nehmen wir mal. Ja, soll ich die nehmen? Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. So. Was, hier bricht ja gar nichts auseinander. Was ist denn da los? Hier zittert ihm! Der hohe Rat wird überrannt! Wir brauchen... nach oben springen, deswegen wollte ich korrigieren. Manchmal ist es echt ein Problem, wenn man an der Käsewand nach rechts springen will. Vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten.